Derzeit kümmere ich mich nochmal um die Facecam. Achso. Das hat nicht mit manuell hoch runter. Achso. Alles klar. So. 1, 2 oder 3. Ich sehe hier 3. Gorgots will's wissen. Miko will's auch wissen. Nope, nein, Entschuldigung. Ich switch mal den Namen. Bei dem schallert der eine vorne Feuerangriff schon ab Level 4. Das Ding kommt dann mit 100, 200 um die Ecke. Ja, wir müssen auch wieder, wir sehen auch da schon den Trainer. 150 Cash, wir gucken mal, wie viel wir jetzt rumkriegen. Dass wir auch mal wieder zum Trainer gehen. Wir haben jetzt gut Monster. Wir können auch eins oder zwei opfern, um meinen Charakter zu heilen im Notfall. Ihr dürft jetzt nochmal voten, wer einen Bonus bekommt. Flammenschild wird 35% des erlittenen Schadens als Feuerschaden zurück. Eins in den Chat für die Helden, zwei in den Chat für uns, für die Monster. Ja, und wir gucken, dass wir, also ich habe sogar eins mehr für eine Opferung, um mich nochmal zu heilen, wenn das Ereignis nochmal kommt. Ah, wird lustig. So, erster Kampf wird geschambelt. Wendet schwach gegen Natur an, des zweiten Kampfes durch feine Letterschaden. Kann ich von manchem Treffen mehr in die Schaden über Zeit und mal über Zeit oder verursacht echt Schaden, wenn man es am längsten des Kampfes. So, okay, wir haben Shamble, wir haben Damage am Anfang. Im zweiten Kampf haben wir auch eine ziemliche Scheißerei hier mit denen. Feuerresistenz 75%, ja, leck mich doch am Arsch. Okay, Shamble. Das heißt, wir stellen sie dahin, wo sie nicht stehen sollen. Wir hätten Ronny gerne, warte mal, Mitte, Bereich vorne Feuerschaden. Mitte Naturschaden. Wir hätten ihn gerne in der Mitte, das heißt, es kommt nicht in Frage. Wir hätten Ronny gerne vorne, das heißt, kommt nicht in Frage. So, das heißt, wir swappen das so und hoffen das Beste. Zack, 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 zack. Hier ist jetzt eine Falle. Naturresistenz hoch. Vorne. Ja, das Prisma, let's go, Alter. Zweiter Raum, absolutes Brett. Shamble ist nur im ersten Kampf. Im zweiten Kampf wendet schwach gegen Natur beim Monster mit der höchsten Kraft zu Beginn des zweiten Kampfes an. Höchste Kraft hat Fluxer. Fluxer ist ein Brett, 105 Kraft. Gut. Mitte kriegt Naturschaden. Naturschaden kann Miko tanken. Vorne ist Feuerschaden, das kann Fluxer tanken. Überall ist Naturschaden. Das finden alle irgendwie. Naja, außer Gorgots finden das alle okay. So, da dürfen sie ihre Moral. Entfernt zwei Beeinträchtigungen mit den meisten Stapeln. Ihr seid ein paar echte. Okay, wir machen mal Naturschaden auf alle. Wird schon, wird schon, wird schon, wird schon. Ich hab gesehen, komm, ihr habt uns den Buff gegeben. Frostwirbel. Wir müssen uns durchkämpfen, Alter. 75 Feuerresi ist halt. Reden wir nicht drüber. So, da ist der Shamble. Und wir machen jetzt. Nutzen Sie das Feuer? Ja, wir müssen der Reihe nachgehen. Ey, was soll ich sagen? Wir müssen der Reihe nachgehen. Zack, wendet verlangsamt. Wenn das Ziel langsamer ist als der Wächter. Ist es. Zack. Springt auf alle anderen. Sehr sexy. Brennender Körper zum Ende. Erstmal Trommelfellzerstörer. Wir müssen hier konsequent die Mistviecher kaputt machen. Ah, yes. Okay, totally calculated. Ich meine, Schaden war nicht schlecht. Also der erste, das ist schon, kann man schon machen. Extreme Kompression ist auch mal Damage auf die alte da hinten, das ist ganz gut. Hier jetzt nochmal eine Falle, Resistenzen runternehmen. Um 20 geschwächt. So, nächster Kampf. So, Fluxer macht jetzt mehr Schaden, weil... Ne, hier, Buff, Transmutationskreis. Und weil sie negative Feuerresistenz hat, springt es auch noch auf den hinteren. Huhu! Oh ja. Oh ja. Braucht die Beeinträchtigung. Nee, 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 nee. Fügt bei dem Ziel mit den meisten... So, ja. Nochmal schön in die Menge rein. Jetzt Go-Goats. Wendet Brenn auf alle Helden an, wenn das Leben des Ziels unter 50% ist. Verursacht beim Helden direkt hinter dem Ziel 100% des endgültigen Schadens. Ja, komm. Nochmal schön dahinter. Das war gut. Also der Raum. So, jetzt nochmal schön die Einäscherung. Leider nicht so viel Schaden, weil die Alte immer noch so viel Feuerresistenz hat. So viel Feuerresistenz. Aber das ist okay. Wendet Brennen an. Nee, komm, Permafrost kriegen. Jetzt ist die Alte dran. Feuer. Fluxer tankt. Fluxer tankt. Und wir haben sie. Wir haben sie. Leute. Schöne Nummer. Schöne Nummer.
Und jetzt dürfen wir uns hier unter zwei Artefakten was aussuchen. Den hier. Ignorieren, den gibt's nicht. Kristallschädel, 25% Chance, dass ein besiegtes Monster wieder als Skelettkrieger zum Leben erweckt wird. Oder Angriffe nur auf den vorderen Helden versuchen beim Helden direkt hinter dem Ziel 30% des endgültigen Schadens. Finde ich beides gut. Not gonna lie, finde ich beides gut. 25% Chance auf den Res. Mega sexy, weil der Skelettkrieger ist auch stark. Finde ich. Also der hat, das kann man schon machen. 2 auf einen Streich, auch gut. Wir haben sowohl Single-Target auf den vordersten, als auch AoEs auf alle im Team. Das ist beides gut, ist beides gut. Bella sagt Schädel. Was sagen die anderen? Schädel, damit random unsere Leute wieder gerest werden, wiedergeboren werden als Skelettkrieger. Oder Angriff nur auf den vorderen Helden, versuchen beim Helden direkt dahinter 30% des endgültigen Schadens. Machen wir Schädel. Ich habe keine zweite Stimme. Zum ersten, zum zweiten. Miko sagt Rechte. Okay. Miko sagt Rechte. Miko hat auch Legends of Keeper gespielt. Meinst du es besser? Meinst du es besser, Bruder? Meinst du, haben wir mehr Value raus? Ja, klar, sagt er. Ja, klar. Okay. Ich fühl beides. Wenn der Kristallschädel so kommt, nehme ich den auch nochmal mit. So. Ich fühl beides. Trainer. Oh, wir haben nicht so viel Geld, Alter. Okay, ersten Raum müssen wir swappen. Erster Raum ist jetzt Bellas Raum. Komm. Erster Raum machen wir jetzt Bella zusammen hier mit unserem Hündchen. Kaputte Rüstung auf den ersten. Dann zack, zack, zack. AoEs raushauen, alle bluten lassen. So. Nee, Trainer. Trainer muss schon. So, wir können Go-Goats leveln. Nope, Name können wir nicht leveln. Es fehlen 23 Gold. Wir können Bella leveln. Go-Goats. Max, Two-Shot. Two-Shot würde ich eher sagen. One-Shot glaube ich nicht. Also ich hatte ja schon ein paar Mal. One-Shot weiß ich nicht, Bruder. Die haben teilweise, weil die auch so Angriffe haben, die dann auf das hintere Ziel überspringt. Hier, so diese gerade solche Klingenangriffe haben sie. Finde ich schon echt not bad, muss ich sagen. So, wir gucken mal. Go-Goats würde mehr Schaden auf dem obersten Skill bekommen, sowie Leben generell Kraft. Bella würde Schaden auf dem hier kriegen, sowie Leben, Kraft, Geschwindigkeit und Moral. Aber Moral, Nee, wir machen mal Go-Goats. Wir trainieren mal Go-Goats. Wir machen nicht mehr stärker, Bruder. So, wir können uns nichts hiervon leisten. Und haben jetzt hier Ereignis, Schwarzmarkt. Verkaufe Monster. Nee. Monster, wir brauchen unsere Monster. Am besten für eine Opferung, Alter. So, Ereignis, Innovation. Können wir leider nicht, weil wir keine Knete haben. Alchemist bringt uns auch herzlich wenig. Das heißt, wir nehmen nochmal ein Ereignis. Und Recycling. Der begehbare Kühlschrank ist voller Leichen. Der Doktor könnte für etwas Blut einen frischen Menschen wiederbeleben und in einen Angestellten umwandeln. Nee, Mann, 30 Blut für ein Skelett schützen fühle ich nicht, Bruder. Sorry. Oh, jetzt geht's wieder los. Okay. Zweimal Stufe 4 Veteranen-Schwierigkeitsgrad und einmal Champion Stufe 5. Die haben einen seltenen, krassen Helden dabei. Als Belohnung würdest du dann noch was Seltenes kriegen. Ansonsten ganz links Meisterbonus. Mitte Monster, wie gesagt, am Ende selten mit dem höchsten Cash. Wir checken nochmal unsere Räume. Wir haben vorne den, wir stechen euch ab Raum. Hinten den, wir fackeln euch ab Raum. Frage, ob man den ersten Raum nicht swappt auf Feuer. Schwach gegen Feuer. Wenn Sonnensegen fühle ich nicht, weil das kann uns übelst killen. Nee, weiß ich nicht. Ich steche dich ab, finde ich schon echt nicht schlecht. Verlangsamung, wenn wir sie angreifen, so wie Bluten. Nee, wir machen das schon mal. Nee, wir machen das so. Chat, ihr könnt abstimmen. 1, 2 oder 3? Moment. 1, 2 oder 3? Let's go. Schwierig, am schwierigsten. Also, ne? 1, 2 oder 3? Jetzt dürft er. Oh, ihr wollt den Champion sehen. Wir wollen so richtig leiden. Okay, gönnen wir uns. Ich hoffe, wir machen das. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir haben gute Artefakte, muss man sagen. Die Psychobolde können sich auch heilen. Die können ein bisschen gegenraggen. Aber ob es reicht für den Champion? Das muss nur so ein behinderter Champ sein. Mit Feuerresistenz 90% Drachenritter. Es muss der Drachenritter sein und wir kriegen schon übelst auf die Fresse. Und wir gucken mal.
wie das so wird im höchsten Schwierigkeitsgrad. Kein Drachenritter. Kein Drachenritter. Nein, es ist ein... Ne? Nekromantin. Ach ja, eins oder zwei. Zwei für ein Buff für uns bitte. Wenn wir schon den Champion machen. So, er hält aufgebracht, wenn die Nekromantin Moral verliert. Ey, zum Glück haben wir das nicht, Alter. Erweckt zu Beginn jedes Zuges einen toten Helden als Skelettkrieger zum Leben. Macht viel Eisschaden. Single Target auf den hintersten. Templerin. Verhindert, dass Monster wieder zum Leben erweckt werden. Er setzt einmal zu Beginn ihres Zuges ihre Beeinträchtigung mit einem Bonus. Schön. Und Luftschaden. Verdammte Scheiße. Zum Glück haben wir keine Feuerresistenz. Miranda, die Gelehrte, Feuerschaden. Springt einmal zu einem Monster hinter dem Ziel über, wenn das Ziel besiegt wird. Verursacht Eisschaden zu Beginn jedes Kampfes, kann von Gift nicht beeinträchtigt werden. Schön, schön, schönes Brett. Ja, wir fangen einfach mal mit einer Giftwolke auf alle an, weil... Nee, auf die vordere. Mehr Schaden. Wir müssen Single Target, wir müssen die ausschalten. Vorne Luftschaden. Ey, wir sind so geäfft, Alter. Hinten Eisschaden. Vorne Feuerschaden. Ey, wir sind so am Arsch. Ich sag's, wie es ist. So, da haben sie Ruhephase, wo sie 15 Moral... Na gut, Moral juckt mich nicht. Vorne Luftschaden. Eigentlich nur Fluxer. Hinten Eisschaden. Kann nur Gorgoroth sein. Mitte Nope No Aim. Hey, Leute. Ihr seid hier mein Team. Dein Boy wird so schallern. Ja, ich hoffe es. Der muss, Miko. Der muss schallern, muss der, Bruder. Der muss. So, Eisschaden. Let's go. Okay. Schlachtermesser. Go. Das erinnert mich an das Meme Random Bullshit. Go. So. Ah, nee, wenn das Ziel brennt, regenerieren die nur. Ich bin dumm. Entschuldigung, ich bin dumm. Passiert. Passiert ja dazu. Nichtsdestotrotz, Messer gib ihm. Das heißt, ich muss eigentlich eine Bella nur reinnehmen und dann noch einen, der brennen macht. Egal, Messer. Messer fliegen. Das ist echt mehr Schaden, als ich erwartet habe. Not gonna lie. So. Ja, vor allem die scheiß Templerin, Mistvieh. Ich ersetze das Negative durch Belohnung. Mimimi. Oder ich entferne meine Beeinträchtigung. Entschuldigung, ist zum Glück nicht das ganz Schlimme. Extreme Kompression, so, hinten Damage, jawoll. So, und jetzt ihr Leben. Ja, tu Fluxer wie. Komm, Fluxer steht drauf. Weniger Leben, mehr Schaden. So. Einäscherung. So sieht's nämlich aus, Junge. So. Ja, komm, zack, komm, gib ihm. Ja, springt da nämlich über. Beeinträchtigung, Höllenklinge. Nee, Permafrost. Champions sind halt nur, weiß ich nicht. Also der Drachenritter, der war schon richtiges Brett. Gut, ihr seid auch Bretter, muss ich sagen. Ihr seid auch Bretter. Also da, die Kombo aus euch dreien, die ist schon sehr sexy. So, Feuerangriffe verursachen auch 30% des Moralschaden. Minus 60 Leben oder Moral, je nachdem, was geringer ist. Albtraumspiegel. Alle verlieren 60 Leben. Aber der höllische Wächter Stufe 3, Feuerschaden, wendet schwach gegen Feuer an. Nur selten. Ja, also Drachenritter, da habe ich Pippi in der Hose. Ansonsten wäre es noch ein schlimmer Champ. Weiß ich gerade gar nicht. Egal. Er wendet Schwach gegen Feuer bei allen Helden an, wenn der Monster der Gruppe besiegt wird. Der Angriff springt auf ein anderes zufälligen Helden über, wenn die Feuerresistenz erzielt negativ ist. Ey, let's fetz, Alter. Ich will hier den Champion mitnehmen. Das ist auch so ein Brett. Da können wir den ersten Raum auch ausbauen. Der ist sehr stark. Hier, der höllische Wächter, ja, glaube ich. So. Euer Raum da hinten, der steht. Keine Frage. Schwach gegen Feuer. Wir machen vorne unseren Feuerraum wieder auf, Alter. Ronny, ja, dich nehmen wir rein. Bella nehmen wir auch mit rein. Dann haben wir hier schwach gegen Feuer. Auf alles. Verursacht Schaden um 50% erhöht, wenn alle anderen Mitglieder der Gruppe Vordrache sterben. Weil ich überlege, Single Target. Wir haben das Single... Nee, Ronny, du musst auf die Bank. Entschuldige, Bruder. Wir nehmen Bella mit. Single Target, Feuerschaden. Hier ist Single Target, Feuerschaden. Wir machen das so.
Ja, wir machen. Ja, doch, 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 doch. Einfach zwei Kammern höllische Brennöfen, ist wirklich. Die werden eingeäschert, die werden einfach eingeäschert, die Jungs. Und Mädels, Entschuldigung, wir töten nicht nur Männer. Entschuldigung. So, jetzt die Frage: Raubzug oder Ereignis? Raubzug, komm. Gib mir, ich will, ich will. Finde ein Artefakt, befreie ein Monster. Artefakt, komm, 25% der Gamble. Nur Gold bekommen. Ohne Probleme. Vermiete ein paar Fallen. Was sind denn ein paar Fallen? Wir haben... Oh, wir haben vier. Wir haben vier. Aber eine Geschäftsreise ist auch sexy, Alter. Komm, Geschäftsreise. Oh, Fluxer. Nee. Bella brauchen wir auch. Draco. Draco. Ich schick dich... komm, Geschäftsreise. 5 Wochen, 100 Gold. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Workout. Mit 82 Leben. Nee, Mann. Trainer, 400. Trainer, komm, Gönnung. Oh, wir können unseren Bruder hier... Fluxer? Fluxer. 400 Gold. Das ist alles, was wir haben. Miko. Trainieren wir Miko und Go-Goats? Bella? Bella? Oh, passiv wird erhöht. Wir trainieren Bella. Wir trainieren Bella. Das machen wir. A real monster. Achievement unlocked. Und Go-Goats, komm. Komm, Go-Goats. Bella, Go-Goats. Noch schön geupt hier. Muss ich ja lohnen. So. Opfern. So. Ja, bitte. Dö? Oh, das ist was anderes als das, was ich dachte. Oh. Oh. Opfern? Ne, warte mal. Wirst du einen Angestellten opfern? Ist das random? Miko, Miko, Go-Goats. Erik, Go-Goats. Leute, Leute, Moment, Moment, Moment. Ihr habt das auch gespielt. Wenn ich Opfern drücke, opfer ich random einen Angestellten? Oder kann ich den aussuchen? Kann ich den, also... Da ist er wieder. Ronny, welcome back. Welcome back. Du kommst genau richtig. Vielleicht opfern wir jemanden. Wisst ihr das zufällig? Kein Plan. Scheiße. Opfern ist eigentlich immer gut. Ja, ja. Aber wen? Aber wen ist die Frage? Do it! Scheiß drauf. Opfern. Oh, ich darf aussuchen. Geil. Okay. Bella, schau kurz weg, bitte. Moment, Moment. Oder warte. Oder Ronny? Chupacabra brauchen wir nicht. Weg. Oh, warte mal. Multiple, okay. Doch, warte mal. Chupacabra? Opfern wir einen der Psychobolde? Ich habe das Gefühl, nämlich, wir können nur einen, wenn wir überhaupt richtig gut im Raum benutzen. Ronny, opfern wir dich? Wir haben andere Drachen. Warte mal, warte mal. 6 brauchen wir dann noch. Draco kommt erst wieder. Es reicht, es reicht. Komm, opfern. Opfer mich, ich komme wieder. Zwilling meldet sich freiwillig. Stimmt, wir haben dich auch zweimal. Nee, das passt. Komm, so jetzt hier Zyklon verstärken. Passiv? Wendet verlangsamt bei allen Händen an, wenn ein Monster besiegt wird. Auch verstärken. Komm. Abfahrt. Abfahrt, stärker gemacht. So, den Schaman. Meine Wenigkeit. Doktor. Streck die Zunge raus. Danke, Bruder. Leben geheilt. Sauber. Guter Kerl. Ereignis? Ereignis? Ereignis. Komm. Let's fetz. Blutdürstiger Ausbilder. Ein Oger, der behauptet, der Monsterausbilder zu sein, bietet dir seine Dienste im Austausch für nämlich frisches Blut an. Einer deiner Angestellten könnte helfen, den Preis zu drücken. Er trainiert Nope, No Aim und Fluxer für ein bisschen Blut? Alchemie ist Blut in Tränen umwandeln. Komm, Alter, Abfahrt. Leute, seid ihr jetzt Level 3? Der hat euch für ein bisschen Blut. Bella, du bist für Fluxer und No Aim gestorben. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Hast sie trainiert.
Teamaufbau. Nice. In der Pause hast du das berühmte Rollenspiel Häuser und Menschen mit deinen Angestellten gespielt. Sie haben viel über sich selbst gelernt. Plus 1 Motivation für alle verfügbaren Monster. Hooray! Und Motivation ist wieder hier on fleek. Ah, love it. Love it. Okay. Geschäftsreise? Raubzug? Geschäftsreise. Raubzug kann nämlich allen Monstern in Manus bringen und das will ich jetzt nicht vor dem nächsten Raum hier. Nee, das wollen wir nicht. Komm, Geschäftsreise. Lust auf eine Runde. Häuser und Menschen. Geiles Spiel. Bestseller, Bruder. Bestseller. Naja, das hört man wirklich gerne. So, wen schicken wir weg? Nope, Noem schicken wir nicht weg, Alter, für so einen Scheiß hier. Nee, Mann. Flux auch nicht, für ein paar Tränen. Wir schicken hier unseren, komm hier, weg. Haben wir zwei von. So, jetzt dürft ihr gleich abstimmen, ihr Lieben. Schwierigkeitsgrad 1, 4 oder 4. Mitte wäre eine Fallenbelohnung, ganz rechts Meisterbonus. Meisterbonus und Geld oder in der Mitte Falle und 4 und ein bisschen mehr Geld noch. Na doch, einiges mehr an Geld. Ihr stimmt ab. 2 oder 3, das weiß ich doch. 2 oder 3. 2 für die Falle, 3 für einen Meisterbonus. Kommt, Leute, in Chat. Show me what you got. 1, 2 oder 3. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn wir das hier lebend überstehen? Die ganze Scheiße. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ah, ich sehe auch, gemischte Gefühle hier im Chat. Das gefällt mir übrigens sehr. Mit dem Voting, ihr seid so gut dabei. Love it. So, 10 Sekunden sind es noch. Und dann müssten wir so langsam, Woche 38, so langsam kommen wir auch ans Ende, würde ich behaupten. Es ist 2. Wir kriegen eine neue Falle und Fat Cash. Könnte vielleicht eine Trainingsrunde für einen von euch sein. Vielleicht. So, erstmal dürft ihr nochmal abstimmen direkt. Hashtag 2 bitte, damit wir als Monster 40 Rüstung bekommen. Das wäre, glaube ich, mehr als nur notwendig. Sie haben einen Ritter. Anfangsdauer von erhaltener Beeinträchtigung um Einzug verringert. Minimum ist 1. Wenn er zu Beginn jedes Kampfes aufgebracht hat, macht 68 paar Schaden mit Bluten. Rüstung ohne Ende, Feuerresistenz sowieso, Eis- und Naturschaden darf umso mehr bei ihm. Also geht umso mehr in die Fresse. Körperschaden vorne, Naturschaden Mitte, Bereichschaden wendet Ausweichen beim Helden mit dem wenigsten Leben zu Beginn jedes Kampfes an. Zu Beginn jedes Kampfes Panzer 2. Rüstung passiv erhöht, aber sie kriegt Feuerschaden. Mädel, du wirst leiden. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen verfluchtes Prisma hier, damit unser Burning Room hier so richtig Spaß hat. Und wir machen einfach mal Giftpfeil. Naturschaden vorne. Let's fetch. So. Vorne Körperschaden. Na, da kommt doch eine Bella. Der hinter Bella kriegt mehr Damage ran. So, das bist du. Mitte kriegt Naturschaden. Das ist ihm auch gedient hier. So, bam. Kommt ihm gelegen, meine ich. Ja, Leute, verbesserte Rüstung in Chat. Komm, die 2. Komm. Bella 1. Bella, ist es wegen der Opferung? Sag es mir ins Gesicht. Ist es wegen der Opferung? Aber wir haben noch 3 von dir. Wir haben noch 3 Psychobolde. Oder willst du einfach nur eine Challenge hier für uns? Ich weiß, der Raum ist stark, aber wir dürfen uns hier nicht in zu viel Sicherheit wiegen, du. Das können wir nicht machen. Geht nicht, dürfen wir nicht. Ist nicht. Haben wir nicht. Wollen wir nicht. Nein, sage ich. Komm. Rüstung für uns. Rüstung für uns. Zack. So. Gift in die Fresse. Dann haben wir jetzt gleich nochmal. Ah, Frost, komm, Frostwirbel. Bleib so schön, weil kriegst du gleich noch einen reingedrückt. 139 Damage. Ja, haben und nicht haben. Haben und nicht haben. So, er wendet aufgebracht an. Er hat natürlich Ausweichen, ist ja klar. Und wir machen einfach mal, damit sich's, ne, muss ja lohnen. Zack, hier so ein bisschen AOE. So wie der jetzt hier AOE macht. Geht gut rein. Flammendes Schwert. Ja, was willst du machen? Ne, was willst du machen? Komm, Bruder, überlebe. Einäscherung. Jawohl. Minus Feuerresistenz, so will ich das sehen. So, jetzt können wir hier nochmal, zack, auf die vorderen Weiten noch Panzer gewirkt. Bisschen mehr Defense hier. Ja, das war klar. Naturschaden in der Mitte. Ach, down. Nee, er kommt nicht nochmal ran.
Kommt nicht nochmal ran. Aber ist okay. So. Schaden ist da. Schaden ist da. Wenn gleich der Burn Room rankommt und die haben jetzt hier schwach gegen Feuer und negative Resistenz. Oh, da bin ich mal AFK und schon ist meine Food Garden. Weg ist meine Food Garden. Nee. Es war ganz schöner Brain Elf nach diesem Level, wo du da noch gesehen hast, wo ich drin steckte mit den großen Tetris-Blöcken. Und reicht dann erstmal. Wir machen das Finale nächste Woche. Nächste Woche. So, Fluxer, gib ihm! Miko! Du gibst ihm auch. Beim Ziel der Beeinträchtigung mit dem meisten Stapel plus 2. Genau. Mehr Burn für sie. So, Go-Goats, komm. Hau rein da. Permafrost-Klinge. Richtig viel Schaden, der durchgeht. Wir killen die hinter dem Ritter noch, bevor hier irgendwas anderes passiert, glaube ich. Tankst du wie ein Gott? Tankst du wie ein Gott? So, jetzt hier der scheiß Virtuose. Luxer gekillt. Das ist ein First, glaube ich, fast. Spontane Entzündung. So, komm, Gorgots, hier, komm. Zack, Double Kill. Ha! Einfach genommen und der Virtuose mit seiner schönen Axtgitarre. Die kann er sich mal sonst wohin stecken. Kann er sich mal sonst wohin stecken? Das ist nämlich down der Gute. So nämlich. Und wir kriegen eine Falle. Oktopus-Statue. Nee. Schlangenkanone. Körperschaden wendet 3 Bluten an, die am Ende des Dungeons gesamte Blutmenge wird in diesem Raum mit der Helden um 200 erhöht. Wurfdolch. 40 Körperschaden, Bluten 4. Ah, oh, das. Ja, komm. Nee, Wurfdolch. Schlangenkanone. Komm, Schlangenkanone. Gönnung. Rad weg. Ja. Goddamn Snakes on a goddamn. Naja, nicht ganz plain. So, wir legen die jetzt mal ab. Raum 1. Erstellen jetzt einen neuen Raum 1. Warte, wie war das Artefakt? Wenn das hier von Brennen beeinträchtigt ist. Also, wir brauchen jemanden, der die Gegner abfackelt. Das ist zum Beispiel, wenn Sonnensegen aktiv ist. Aber das ist nicht gut, wenn Sonnensegen aktiv ist. Das ist gar nicht gut. Okay, nee, es ist okay. Bella nach vorne. Wobei wir Bella bei Flux eigentlich mit reinnehmen müssen, weil dann heilt sie sich, dann leecht sie. Das ist schwierig, aber Fluxa muss auch Moral heilen. Machen wir mal so. Machen wir mal hier. Körperschaden, kaputte Rüstung. Nee, warte mal, machen wir mal so hier. Machen wir mal so hier. So. Erstmal. 441 Gold. Ereignis, Händler. Ereignis. Arbeitsunfall. Ein Lehrling hat aus Versehen einen glühend heißen Blutlatte auf dich geschüttet. Autsch, 77 Schaden erlitten. Schlage ich ihn oder beleidige ich ihn? Beleidige ich ihn? Warte, ich beleidige ihn. Dann haben wir einen Steuereintreiber. Wir haben ja Blut. Und wir können mit Blut bezahlen, um sehr viel Geld zu kriegen. Dann gehen wir zu dem Therapeuten. Brauchen wir. Verlängern das, sodass Moral wieder hier schick ist. Dann nehmen wir nämlich Fluxa wieder mit in den Raum. Bella, es tut mir leid, du musst dich wieder auf die Bank setzen. Weil das hier, das ist schon eine sehr gute Kombo. Wobei, nee, wir können Bella mit kaputter Rüstung zusammen das alles mit Hast für die anderen dann kombinieren. Wobei, schwach gegen Feuer. Der direkt dahinter. Das ist auch nicht schlecht. Nee. Okay, nee, wir machen wieder, Moral ist ja schick. Wir machen wieder hier, Moment. Bella, Buff. Buff. Nein, doch, ja. Rüstung, Resistenz. Weil der macht nämlich auch Panzer auf das Monster davor. Denn wir sind beim Champion. Okay. Ereignis könnte wehtun. Alles oder nichts, komm. Goldhaar verlangt Blut, stille sein Durst, dann wird er einen seiner Grauen in die Welt der Sterblichen schicken, beschwört ein zufälliges Monster durch das Ritual. Opfer. Und wir haben
Godefroy bekommen. Besessene Rüstung. Dämon. Körperschaden wendet entsetzt an. Körperschaden wendet brennen an. Brennen auf alle. Brennen auf alle. Das ist gut. Das ist gut. Brennen auf alle und er heilt sich, weil er ist ein Dämon. Wir setzen den hier ab. Scheiß drauf. Und dann geht's jetzt zum Champion. Leute. Finale. 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 Oh Gott, bitte lass mich nicht hier sterben. Das ist ein Drachenritter. Und das ist nicht mal der Champ. Das ist nicht mal der Champ. Nein. Der Champ ist ein Erzmagier Level 11. Leute, Hashtag 2 bitte in den Chat. Wir brauchen den Damage Buff. Wir brauchen den Damage Buff. Bitte, danke. Mit Küsschen oben drauf. Komm. Junge. Nee, aber so wie Fuchser sagt, let's fetz, Alter. Let's fetz. Also, Körperschaden hinten. Was haben wir noch? Natur. Die haben keinen Bock auf Naturschaden. Das respektiere ich, deswegen kriegen sie den in die Fresse. In der ersten Runde. Die ist nämlich nicht so wichtig. So. Vorne Eisschaden. Da löppt der Lachs wieder. Miko. Schaden 50% erhöht, wenn die Feuerresistenz positiv ist. Jetzt ist wieder Action. Okay, warte mal. Wir machen ihn, weil wenn er besiegt wird, ist okay. So, zweite Falle. Verfluchtes Prisma. Bam. Vorne Eisschaden. Go-Goats tankt Eisschaden. Körperschaden in der Mitte. Feuerresistenz positiv. Ist sie bei allen. Also drauf geschissen. Ob nur ein Fluxer. Let's go. Wir machen das. Leute, ich glaube an euch. Ich glaube an uns. Das macht gar nichts. Egal. Ein bisschen was besser als nichts. Komm. Alter, der hat so viele. So, jetzt hier schön das Gift. Zack, so, Naturschaden. Ja, komm. Eckkompression. Ja, hinten Damage. Schön. Lagerfeuer für eure Moral. I don't freaking care. Nehmt eure Moral. So. Schwach gegen Feuer. Bam. Schaden geht durch. Sie macht vorne Feuerschaden. Kann er tanken. Okay. Brennen auf alle. So, go. Brennen auf alle. Einäscherung. Go. Damage. Zack. Und schwach gegen Feuer auf 9. Hat sich geheilt. So, Rüstung ist wieder dran. Rüstung ist wieder dran. Wendet Brennen an. Brennen. Stack den Burn. Stack den Burn für die nächste Truppe. Einfach Burn jetzt noch stacken, so gut es geht. So. Ist nochmal dran. Wieder Einäscherung. Schwach gegen Feuer auf den Drachenritter. Sauber getankt. Besessene Rüstung. Hat Rüstung. Easy peasy. Seine Feuerresistenz auch nicht so hoch. Come on, Baby. Gleich noch mehr Burn. Ich sehe 8 Burn. Damage ist da. Ist okay. Komm, tankst du. Einäscherung. Zack. Heilt sich wieder voll. Hier. Heilt sich wieder voll. Er tankt es. Okay, kaputte Rüstungsstack. Ich weiß nicht, wie lange er das tankt. Nochmal, jetzt macht das Solo. Easy. Ich hoffe es. So. Aber es sieht wirklich sehr gut aus. Auch nicht zuletzt wegen dieser Rüstung. Ich sag's. Das ist eine sehr gute Edition gewesen. So. Und dass sie ihn nicht tot kriegen und er heilt sich. Ja. Hier. Weil er vorne steht, macht er mehr Schaden. Hat sich jetzt nicht so viel geheilt. Wieso hat er sich jetzt nicht geheilt? Weil sie nicht von Brenn beeinträchtigt war. Okay. Ja, scheiße. Da hat es nicht hingehauen. Er konnte dazu gegen Drachenritter machen. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Deswegen konnte er sich heilen. Weil sie konnte nicht beeinträchtigt werden davon. Okay. Ist egal. Team 2. Vorne, der scheiß Erzmagier brennt. Fluxer fackelt sie sowieso alle ab, wenn er dran ist. Und dann äschert er die Scheiße jetzt ein. Hier. Komm. Weg damit. So, jetzt noch hier spontane Entzündung. Und wir haben das wirklich gemacht. Wir haben es wirklich gut gemacht. Ihr Lieben, 34.000 Punkte. Love it. Taking it. Sehr sexy. Sehr, sehr sexy. Obi hat voll Team Soras. Wir haben es geschafft. Blutpakt, die Mission, die wir beim letzten Mal nicht gepackt haben. Jetzt haben wir sie. Oh, Juicy XP. Mm. Tasty.
tasty. Nice. Richtig tasty. Leute, ich danke euch. Ich danke euch. Ja? Ihr wart hier die Angestellten, die ich gebraucht habe, die guten Angestellten. Und für die Votings, muss man sagen. Die Votings auch sehr gut gemacht. So.